hiermit heiße ich euch herzlich willkommen. Oh Gott, nicht doch nicht. Nein, 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 nein. So, und was ist das hier für eine Waffe? Kram. Schön. Schöne MP hier oder was? Sehr nice. Kann ich da nicht hoch? Doch, na klar. Na klar, kann ich da hoch. Ich bin hier voll. So. Mit mir geht's zu Ende. Ja, ja. Bleib ruhig. Hier, das ist am besten für euch beide. Machen Zeit. Sie die Stimulantien bereit. Seid ihr die Stimulantien? Auf den da konzentrieren. Verstanden. Angriff. So, ich nehme die andere Seite hier vor. Oh Gott. Da brauche ich jetzt die Sniper. Ach, Kacke. Jawoll, toter Kopf. Sehr so. 25G für den Headshot. Ach. Ey, ihr könnt doch jetzt hier nicht sterben. Kommt, Leute. Zack, und der nächste geht. Genau, zieht das Feuer auf mich. Ziel markieren, könnt ihr. Ja, am besten wäre es einfach, wenn ihr euch noch ein bisschen bewegt. Nee, okay. Okay, kann ich verstehen. Hier ist ziemlich scheiße. Ich weiß jetzt nicht, ob das so cool war. Gefechtssimulation für beide. So, okay. Weiter geht's. Was ist das hier? Ah. Zack. Ich fange erst an. Bam, bam, bam. Nein. Ach, ich krieg... Ah, okay, ich verstehe. Jawoll! Knallhart! Komm, zeig mir deinen Kopf! Perfekt! Ja, kann ich nicht mehr einstecken! Zack! Kopf los! Ich kann mich nicht heilen. Gefechtsstimulation, die will ich jetzt auch mal haben hier. Jetzt bin ich mal ein bisschen geizig, tut mir leid. Machen Sie die Stimulantien bereit! Ah, schön, ich hab nichts abbekommen. Da, oh. Auf dieses Ziel konzentrieren! Auf Ihr Ziel! Auf den da konzentrieren! Verstanden! Nein, den Schrott will ich doch gar nicht. Gib mir das Scharfschütze ungefähr. Puh. Oh, jetzt kümmern wir uns, glaube ich, um den da oben, ne? Sie sind alle tot. Ziehen wir weiter. Befördert William Carter. Perfekt. Drücke Back um die Fähigkeiten. Okay. Kräfte. Rang 2 kann ich nur. Okay, ich kann anschauen. Sie Gegner aus der Distanz aus der Deckung. Während sie in der Luft schweben, sind Ziele desorientiert und extrem verwundbar. Geil. Der hat ja krasse Fähigkeiten, der Typ. Kann ich das jetzt selber aussuchen? Ach so, nee, das ist mir... Das ist jetzt fest... Westenfarbe? Kann ich mir das echt aussuchen? Krass. Ach so, stimmt, habe ich ja schon, aber es gab ja keine coolen. Hemdfarbe... Weiß nicht. Rot? Ah komm, wir machen es einfach schlecht, ne? Hosenfarbe kann auch so bleiben. Aber eine Krawatte, eine rote, das ist schon cool. So, perfekt. Okay. Fork, das war der letzte. Explosives Fass. Das Geschütz. Verstanden. Schalten Sie das Geschütz aus. Schlagen Sie sich zu Dr. Weir durch und achten Sie auf feindliche Verstärkung. Scheiße Abwurfkapsel.
Okay, Alien-Waffen einsammeln oder sowas, so eine Art. Ist hier nichts? Ich hätte gesagt, wenn ich irgendwie Waffen finde und so. Aber irgendwie sind die gerade zu geizig. 300 Schuss von der MP, perfekt. Ich glaube, wir müssen hier rein, ne? Hey, was gibt's denn hier so? Reptil Charlie. Radio Waves. Das meinte ich mit den Anspielungen auf jeden Fall. Radio Waves, Radiowellen, Reptil Charlie, Reptoloide, könnte eine Anspielung drauf sein. Muss es aber natürlich nicht. Plagenspieler hier. Für 1003 Mark. Stereo-kompatibel. Mensch. Prestige Lamps. $25. Kann auch Cent sein, ich weiß es nicht. Ja, hier ist nichts, ne? Doch, da ist eine Waffe, ist eine Pistole. Okay. Dann lass uns wieder runter. Hier, was ist denn? Cool. Okay. Das ist auf jeden Fall schnell zurück. Ach genau, ich muss ruhig da lang. Alien-Waffe liegt hier nicht. Verzerrt, verriegelt. Einer von Ihnen muss das Ding kurz schließen. Was? Wähle einen Agenten aus, der die Tollsteuerung hätte, damit für den Rest der Operation aus dem Kampf genommen wird. Dann nehmen wir mal Marlins, weil der hat eine MP und hat. Ja, okay. Öffnen Sie diese Tür, Agent. Das heißt, wir geben Ihnen Deckung. Ja, Sir. Ach so, ist das gemeint. Ach so, okay. Alles klar. Die kommen von der Landungskapsel da. Zerstören Sie sie. Ich komme immer dichter hier. Ach, Kacke, Mann. Verpisst euch. Kann doch nicht wahr sein. 300 Schuss hier. Oh. Vertreiben. Vertreiben, dort. Vertreibe Gegner. Versorgungskapsel muss dran glauben. Ja, warte kurz, Verdammt, seine Schilde sind oben! Hier, hau das ist ihr Ziel! Wer gehört mir? Und ich zerstöre die Kapsel und dann war hier nämlich noch auf der Seite einer. Oh Gott, 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 oh Gott. Heilung aktiviert! Ja genau, jetzt kann ich ja hier. Hä? Richtig sauber, weil der. Zack, weg ist er. Lass ihn in Ruhe. Oh, fuck. Weg ist er. Da ist der Boss. Der Boss. Ey, die kommt hier echt nach oben, ne? Das ist ja. Schon wieder ein Traum. Oh, erschreckt. Was macht der da? Wow. Hey. Ne? Ich gehe rein. Was hab ich gemacht? Ich Idiot, das ist mein Tod. Das ist sein Tod. Hat auch keine Waffe am Start oder so, ne? Schon. Ja, nee, nicht vertreiben, aber hier jetzt hier markieren, mach ihn mal. Auf dieses Ziel konzentrieren! Zack! Auf ihr Ziel! Keine Munition mehr! Ah, fuck. Ah, wenig Munition.
Mann, ich glaube, durch das Auto kann ich nicht schießen, weil wegen Deckungsshooter und so. Ah. Ich muss ihn. Granaten habe ich natürlich auch nicht. Jawoll! Sauber. Geschafft. Puh. Los, rein! Los. Los, Davis. Okay, wir sind jetzt drinnen. Und wir sollen das Flak zerstören, wenn mich nicht alles täuscht. Flak deaktiviert. Geschütz ist ausgeschaltet, Barnes. Jawohl. Verstanden. Ich komme. Gute Arbeit, Carter. Halten Sie die Position, bis Barnes Doktoria ausgemacht hat. Keine Zeit. Wir rücken vor. Ich sagte, Sie sollen warten. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Verdammt, Carter. Halten Sie die Position und... Die Verbindung scheint abgebrochen zu sein. Oh, wie schade. Ja, wirklich ein Jammer. Ich sehe nach, ob es einen Weg durch die Bank gibt. Ich melde mich von der anderen Seite. Verstanden. Seien Sie vorsichtig. Sprinten. Okay, wir müssen da lang. Hier. Okay. Was ist hier drin passiert? Das Gleiche, was überall passiert ist. Sollte nicht irgendwer das Geld bewachen oder so? Code. Was würde das ausmachen? Das sind doch die Infizierten, ne? Das sind irgendwie so eine Art wie vergiftet, so gelähmt oder... Was hier passiert, hat mit all dem gar nichts zu tun. Klingt nach Überlebenden, nach echt nicht. Wir werden nicht auf dich hören, Dad. Ich höre ihm schon zu, Junge. Aber er liegt falsch, wir können hier nicht weg. Was immer sie hat, wir könnten es auch kriegen. Wir müssen hier weg. Nicht ohne Sarah. Hm. Gott sei Dank. Oh. Seid ihr von der Armee? Wir haben es geschafft. Nein, sie will nicht. Nein, nicht direkt. Aber ihr gehört doch zu einer Einheit, oder? Ihr seid hier, um zu kämpfen. Die Stadt ist verloren. Wir müssen so viele Menschen retten wie möglich. Verloren? Ich bin hier geboren. Diese Stadt ist nicht verloren. Ja, das ist jetzt kein Argument. Wir können uns nicht ewig verkriechen. Nur weil du da geboren bist. Wie kommen wir hier raus? Mach den Plan. Was hat die Kleine erzählen Sie mir von der... Okay. Was ist mit ihr geschehen? Sie hat die gleiche Krankheit wie alle anderen hier in der Stadt. Warum sind sie nicht einfach geflohen? Das haben wir ja auch versucht, als die Schießerei losging. Wir können von Glück sagen, dass wir einen Unterschlupf gefunden haben. Und versteckten sich hier, wo draußen diese Dinger rumrennen? Klar haben wir uns versteckt. Und was ist sicherer als ein Banktresor? Nichts. Wir haben eine Mission. Sie müssen uns hier rausbringen. Sie wissen doch etwas, oder? Ein Ausweg? Nehmen Sie den Weg, auf den wir kamen. Die Straße ist frei. Wir versuchen dann, Sie zu evakuieren. Ja, Sir, aber was wird aus Sarah? Wenn sie nicht gehen kann, muss sie hierbleiben. Ich lasse euch bei der Brücke abholen und außerhalb der Stadt absetzen. Ab da müsst ihr selbst sehen. Ich verstehe. Danke. Und Gott segne Sie. Hört ihr das? Sie bringen uns hier raus. Aber Sarah... Ich weiß, Miss Kramer, aber wir können sie nicht mitnehmen. Und das ist unsere einzige Chance, wegzukommen. Wir holen sie später. Digga, save you. Ich weiß nicht. Hör zu, ich weiß, du lässt dir von einem wie mir nicht gern was sagen. Aber wir haben die Chance, hier rauszukommen. Ich werde sie nutzen. Und das solltest du auch. Okay, es ist die einzige Chance. Ich weiß nicht, wie ihr drauf kommt, dass wir da draußen sicherer sind als hier drin. Ich weiß nicht, wie ihr drauf kommt, dass wir da... Ja. Danke. Ich kenne sie schon, seit sie klein war. Ja, was kommt vor? Okay. Speicher. Wir sind durch die Bank durch. Gibt's Probleme da unten?
Nichts, worüber wir uns Sorgen machen müssten. Verstanden. Ich habe euch hinter dem Friseurladen Nachschub hinterlassen. Okay, unser nächstes Ziel ist wohl der Friseurladen. Ob wir es schaffen werden, hier noch heil rauszukommen. Das und noch viel mehr. Erfahrt ihr noch.